Willkommen, Freunde, bei einer neuen Folge von The Evil Within. Ich hoffe, wir gehen jetzt nicht drauf. Ah, da kommt ja ein Freund. Ich wusste doch, dass da noch einer kommt. Wow, das war schön. Ich glaube, der steht nicht mehr auf. Den müssen wir nicht verbrennen. Der hat seine Rübe verloren. Tut mir leid, Freund. Tut mir leid. Ja, ich hab Schiss, dass der große Typ auf jeden Fall noch vorbeigucken wird. Auf jeden. Der wird sich's doch nicht nehmen lassen, uns einen Besuch abzustatten. So, wie kriegen wir das jetzt hin? Ja, so schon mal nicht. Super. Es muss etwas geben, mit dem man da durchkommt. Ja. Eine Kettensäge oder sowas. Eine Kettensäge. Ja. Ich befürchte, ich weiß, woher wir eine Kettensäge kriegen. Aber das gefällt mir nicht, Freunde. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Wobei, eine Kettensäge würde ich ganz gerne besitzen. Kettensägen sind ja nicht so schlecht. Aber ich befürchte, so ein fetter Typ wird die haben, wie der andere. Oh Mann. Ach, jetzt sind wir wieder hier. Sehr gut. Huch, was war das denn? Ah, eine Flasche. Ja, vielleicht schaffen wir es, in den Raum nochmal zurückzukommen, damit wir speichern können. Das wäre natürlich super. Ich würde ganz gerne vorher noch speichern. Ah, was liegt denn da rum? Na, sieh einmal einer an. Ein paar Teile. Teile sind nie schlecht, kann man immer gut gebrauchen. Darum nehmen wir die natürlich auch mit. Muss ich jetzt da... Nee. Ich gehe da noch nicht innen lang, weil sonst kommt der Typ auf jeden Fall. Wisst ihr was? Der Typ ist auch ruhig. Das gefällt mir auch nicht. So. Ist der Typ noch da drin? Mann, das gefällt mir nicht. Da drüben ist auf jeden Fall einer. Der Typ schreit nicht mehr rum. Ach, er ist doch noch da drin. Sehr gut. Da ist ein Zombie. Da sind viele Zombies. Komm schon, renn. War hier nicht irgendwo die Leiter? Nee, Mist, getäuscht. Wo geht es hier nochmal nach oben? Kacke. Hier, oder? Ja. Mist, jetzt habe ich vergessen, wo war nochmal der Raum? Ach ja, der war nicht in diesem Gebäude, der war im anderen Raum. Oder im anderen Gebäude. Ne, wir müssen nochmal hier raus. Ja, der Typ wird aggressiv. Und da müssen wir hier entlang. Ja, das gefällt mir nicht. Die anderen sind auf jeden Fall hier. Ja, ja, das war hier irgendwo. Wow! Ich verbrenne den mal. Oh, wir sind ein bisschen im Blut getränkt, Freunde. Die Axt war ja gar nicht mal so übel. Aber ich nehme mal die Fackel mit. Ist noch ein bisschen effektiver. Ich möchte eigentlich nur kurz speichern gehen. Falls mir das erlaubt wird. Wenn ich gespeichert habe, bin ich happy. Dann können wir uns wieder voll hineinwagen. Wow, da war ja noch ein Kartenfragment. Habe ich gar nicht gesehen. Super, wir können speichern. Da müssen wir das Ganze nicht mehr wiederholen. Geht es Ihnen nicht gut? Ja, so. Sie sehen gar nicht gut aus. Ja, ich bin nicht ganz fit. Wieso? Können Sie mir helfen? Anscheinend nicht. Schade. Ja, ich möchte den überschreiben, bitte. Ah, ich bin erleichtert, dass wir gespeichert haben, weil jetzt kann ich mich voll in den Kampf gegen den Fetten und so hineinwagen. Ja.
Und wir könnten natürlich nochmal aufrüsten gehen. Die Pistole. Das sollten wir tun, ja. Das sollten wir echt tun. Wir haben ja schon wieder 4800. Was echt nicht verkehrt ist. Dann wollen wir doch mal gucken. Ja, jetzt haben wir hier noch Qualenbolzen. Das ist auch nicht schlecht. Aber hier bitte mal die Pistole. Und zwar der Schaden sollte hier gesteigert werden, wie ich finde. Die Schrot ist super. Spannungsgeschwindigkeit, Reichweite. Ich könnte mir vorstellen, dass man hier die Reichweite vielleicht erhöhen sollte, aber ich weiß es nicht. Fitness, was können wir hier noch machen? Nahkampfschaden. Das wäre nicht schlecht, der Nahkampfschaden ist nämlich ziemlich kacke. So. Dann hätten wir das. Wir gehen nochmal speichern. Ah, so viel sage ich auch. Und dann gehen wir wieder zurück. Komm, ich mache noch einen neuen Speicherplatz. Weil ich's kann, liebe Freunde, weil ich's kann. So. Dann wagen wir uns mal in den Kampf hinein, würde ich doch meinen. Haben wir die Fackel noch oder ist sie jetzt einfach weg? Die ist wahrscheinlich einfach weg. Das ist natürlich blöd. Das gefällt mir nicht so. Aber okay. Da ist schon wieder einer. Der hat eine Axt. Kannst du mir die Axt geben vielleicht? Nein, Mist. Na, geht doch. Nein! Ja, ich verschieße viel zu viel. Munition alle? Nein! Ah, Mist. Ach ja, das war Dreieck. Mist. Ich bin doof. Wow, den hat's zerlegt. Ich zünde ihn trotzdem mal an. Und nehme eine Spritze. Na toll, wir haben die Schüsse verbraucht. Ich habe leider wieder viel verschossen. Das ist so ein bisschen... Der schwankt auch ziemlich hin und her. Na super, da kommen weitere Freunde. Ich hau da mal ab, ne? Ich will mich jetzt nicht unbedingt mit denen anlegen. Das muss nicht sein. Wir nehmen mal die Qualenarmbrust nach vorne. Hier kann ich durchwechseln. Wir gehen mal auf Brand. Aber wie viele gibt's denn hier? Kommt, das versuchen wir mal. Ah, sehr schön. Wow, die Pfeile sind ziemlich heftig. Werden wir die mal los? Da müssen wir uns später nicht mehr um sie kümmern. Der da oben ist mir eigentlich recht herzlich egal. Der wird uns schon nichts machen. Wir können natürlich jetzt versuchen, ob wir den Typen da drüben irgendwie down kriegen von oben. Ob das funktioniert? Ich bezweifle es ja irgendwie. Ach, wir sollten mal wieder was... Wir haben die Brandpfeile leider schon gebraucht. Kann ich denn hier voll? Ah, hier Brandbolzen. Wir haben nämlich genug Teile, um das zu tun. Um uns hier neue herzustellen. Wow, Hilfe! Nein! Ach, Mist, ey. Die Typen sind aggressiv und stark. Ach Mist, ich glaube, den kriege ich nicht platt. Nee, ich wollte es trotzdem mit der Prügeln versuchen, aber leider hat es nicht geklappt. Weil wir ja eh gespeichert haben, ne Freunde? Von dem her kann man sich so einen Ausrutscher auch mal erlauben. Wir dürfen ja nicht einfach nur Munition verschwenden, wie blöd. Die Bolzen, also die Qualenarmbrust ist zwar ganz cool... Aber von der haben wir halt auch nicht unendlich Munition. Ja,
Vielleicht hätte ich ihn aufspießen sollen. Naja. Ist ein bisschen blöd, dass wir jetzt wieder... Ah ne. Wo sind wir denn jetzt? Huh. Warte mal. 300, okay. Nee, stimmt alles. Keine Ahnung, warum wir jetzt hier sind. Aber mir soll es recht sein. Na gut. Von mir aus. Warte mal, jetzt sind wir doch im Gebäude, wo der Typ ist, oder? Ich frage mich echt, können wir den von hier oben erledigen? Das wäre natürlich super genial. Nee, ich glaube nicht, dass das funktioniert. Ich bezweifle es. Mich würde es doch sehr wundern, wenn das funktionieren würde. Daran haben die doch bestimmt gedacht. Wobei, wir könnten ihn treffen. Soll ich es versuchen? Kommt da drüben jemand? Nee. Ich könnte es versuchen. Soll ich? Ich versuch's, komm. Okay, das war die Harpunenarmbrust, die war jetzt nicht unbedingt das Richtige. Nein, voll daneben. Wow, was ist denn jetzt los? Hat sich der Typ befreit? Der Typ hat sich befreit. Verbrenn! Okay, das Zeug verbrennt mich auch. Gut zu wissen. Ach du kranke Scheiße. Ja, und der Typ hat natürlich eine Kettensäge. Das war so klar. Darum verziehe ich mich jetzt nach oben. Ich will doch da nicht oben da unten sein. Wie sehe ich denn aus? Kommen die auch nach oben? Können die da hochklettern? Wow, wie viele sind denn da unten? Wo ist der Typ? Ich würde dem eine Handgranate gerne auf die Rübe schmeißen. Aber der scheint irgendwie gerade weg zu sein. Nein, ich bin runtergefallen. Kletter hoch. Wow, das sind sehr viele Leute. Sehr, sehr viele Leute. Wir haben ein kleines Problemchen, würde ich mal meinen. Hey Kumpel! Aha. Keine Ahnung, ob es das gebracht hat. Das war nice. Müsste nur noch der andere Typ hier vorbeilaufen. Das wäre cool. Ich muss den Kerl schnell erledigen. Ja, was du nicht sagst. Aber vielleicht solltest du dich auch mal heilen, mein Freund. Wow, volle Lebensenergie. Dann könnten wir uns mal zum Kampf stellen. Ah, leider hat uns dieses Medikament auch gerade ein bisschen mitgenommen. So. Ich kann gerade irgendwie nichts tun. Das ist auch gut zu wissen. Das Medikament setzt uns eine kurze Zeit außer Gefecht. Das ist gut zu wissen. Sehr gut. Weil sonst wird uns der Fehler unterlaufen, dieses Medikament während des Kampfes einzusetzen. Okay. Kurzer Überblick verschaffen. Wo ist der Typ? Wo ist der? Wo ist der? Ach, da unten. Haben wir die anderen Typen erledigt? Es scheint irgendwie so. Wow, der Typ ist aggressiv drauf.
Das hat ihn nicht zerfetzt. Kletter hoch, kletter hoch. Ha, hier hoch kommst du nicht, du Vollidiot. Okay, das hat ihn nicht besiegt, leider. Wartet mal. Wir haben noch einen zur Verfügung, den Brandbolzen. Das ist sehr gut. Mal schnell gucken, was wir sonst noch haben. Ich meine Explosivbolzen. Ich glaube, wir sollten noch mal von denen herstellen, oder? Die sind nicht schlecht. Was sonst noch? Harpune brauchen wir nicht unbedingt. Ja, komm. Die sind nicht schlecht. Wo ist er hinten? Ist er wieder unten? Ja, er ist wieder unten. Ist natürlich die blödeste Technik ever. Aber damit kriegen wir ihn vielleicht. Halt immer wieder ein bisschen verschwinden. Komm her. Komm her. Du willst es doch. Ja, der Typ lebt immer noch. Wie lange überlebt bitte dieser Typ? Nein, das wollte ich nicht. Kann ich den irgendwie hinlocken? Komm her. Kommst du hierher, bitte? Wo bist du? Ach, da bist du. Ja, komm bitte hier rüber. Ja, genau. Komm her, komm her. Noch ein bisschen weiter, noch ein bisschen weiter. Jetzt muss das schnell gehen. Ausrüsten, schießen. Keine Ahnung, ob wir ihn erwischt haben. Doch! Haben wir. Es ist natürlich wie bei Resident Evil 4. Man muss ein bisschen die Punkte kennen. Dann kann man ein bisschen asozial spielen. Oh, der Typ ist wieder da. Okay. Das war natürlich nicht ganz fair von mir, den so zu besiegen. Aber das nehme ich besser mit. Sind wir ganz ehrlich. Der Typ wäre ziemlich schwer gewesen. Hätten wir nicht diesen Punkt da oben gehabt. Das nehmen wir mit und die Motorsäge auch. Kettensäge. In der Zahnung dieser alten abgenutzten Kettensäge kleben die verschiedensten Überreste. Ja, wunderschön. So, ich hoffe, das Zeug hier ist auch noch da. Sehr gut. Nehmen wir auch mit. Wir haben schon wieder 5500. Ja. Haben wir das auch knapp überlebt, irgendwie. Was können wir denn hier machen? Ach, wir haben eine Schrotflinte und eine doppelläufige Flinte. Ach, die doppelläufige war wahrscheinlich im Pack, das ich hatte. Die Schrotflinte ist also auch nicht schlecht wahrscheinlich, aber nicht so geil wie die doppelläufige. Die doppelläufige pfeffert halt ordentlich rein. Die Kettensäge können wir jetzt... Wie mitnehmen? Hat er die jetzt abgelegt oder hat er die dabei, aber wir können die nicht einsetzen? Oder wie ist jetzt das? Ich sehe hier keine Kettensäge. Ach doch, da oben. Ach, der hat die nur dabei. Der setzt die wahrscheinlich nicht mal ein nachher, oder was los? Aber nicht so cool. Warum müssen wir die Leiter wieder hier runtertreten? Na egal. Ich würde gerne nochmal speichern gehen. Falls das klappt. Ich hoffe es doch. Der Kampf hat mich ganz schön fertig gemacht. Also er war aufregend. Zum Glück hat die Handgranate den Typen erwischt. Das ist natürlich jetzt genau gleich wie bei Resident Evil, ne? Sobald wir den fetten Typen ausgeschaltet haben, sind alle weg. Wo sind denn die jetzt alle hin? Sind alle einfach verschwunden. Na gut, mir soll es recht sein. Ich will mich nicht beschweren. Die Action ist vorbei, das ist gut. Warum sammeln sich eigentlich hier überall diese Schaben? Haben
Sie etwas vergessen? Ja, ich möchte zuerst noch auf den Stuhl. Auf den Stuhl der Höllenqualen. So, mal sehen, was wir hier noch machen können. Ja, das könnten wir eigentlich tun für 5000. Wäre ja nicht verkehrt, oder? Mehr Leben ist ja immer geil. Und je früher wir das machen, desto besser eigentlich. Ich mach's, ich wage es. Auch wenn das jetzt viel gebraucht hat, ist egal. Wir werden schon noch genug Dinge finden. Und so gut spiele ich ja nicht wirklich, das muss man ja zugeben. Aber egal, wir sind durchgekommen. Das ist die Hauptsache. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, Freunde. Diesen Kampf hätten wir auch geschafft. Unser Castellanos sieht eigentlich immer noch ganz fit aus, oder was meinst du? Ja, ja, sieht eigentlich noch recht fit aus. Den nimmt das Ganze hier noch nicht so wirklich mit. Naja, mal sehen, wie lange er diesen Zustand noch aufrechterhalten kann. Oder ob er auch schon bald abdriften wird und irgendwann völlig verrückt wird. Vielleicht ist er ja schon verrückt. Ich meine, wir wissen immer noch nicht, was das hier für ein Ort ist. Naja, Freunde. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.